Moin, moin, meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Format auf diesem Kanal. Because Gaming is Fun Goes. Auf unserem alten Kanal gab es dieses Format schon, da habe ich schon drei Folgen davon veröffentlicht. Das ist ein kleiner Vlog von Aktionen, wo ich hingehe, berichte ich ein bisschen von, wie ich die Sachen finde, fasse ein bisschen zusammen, was passiert und so weiter. Und ja, das möchte ich jetzt auf dem neuen, unserem jetzigen Kanal weiterführen. Entschuldigung, dass hier alles so in meiner Brille ein bisschen spiegelt. Wir sind leider keine entspiegelten Gläser. Wir haben heute Mittwoch, den 11.03. Und das bedeutet, um ganz genau zu sein, da hinten sieht man die Humble Freezers Flagge. Ich habe mein Trikot und mein Schal an. Was hat das zu bedeuten? Richtig, Playoff-Zeit. Die Playoffs 2014-2015, das Viertelfinale geht heute los. Hamburg Freezers gegen Düsseldorf AEG. Ich gehe natürlich hin zum Spiel. Bin richtig heiß auf die Serie. Werden geile Spiele, denke ich. Und ich dachte mir, es gab lange keinen Vlog mehr. Ich möchte euch gerne zeigen, was so die Einlaufshow ist und so weiter und so fort. Wisst ihr Bescheid. Von daher, Because Gaming is Fun goes Playoff Viertelfinale. Ich melde mich nachher aus der Arena wieder. Vielleicht auch auf dem Weg. Mal sehen. Bis später. Ciao. So, da bin ich wieder. Ihr seht, ich bin draußen. Heißt, es kann also eigentlich losgehen. Naja, fast. Ich warte noch auf meine Begleitung, die mich hier gleich abholt. Und dann geht's los zur Arena. Ich muss mein Timing mal irgendwie ein bisschen besser einstellen. Wir haben es 10 vor 6. Um 6 würde ich mich mit ihr hier unten treffen. Warum bin ich draußen? Keine Ahnung. Wetter ist geil. Man sieht es da hinten noch schön. Ne, doch. Also ein bisschen erkennt man da hinten den Sonnenuntergang. Ansatzweise. Sehr schön mal wieder. Ja, war ja richtig geiles Wetter am Wochenende. Habe ich gut ausgenutzt. Viel draußen gewesen, spazieren gegangen und alles. Wisst ihr Bescheid? Ja, ich warte jetzt wie gesagt hier noch auf meine Begleitung. Dann geht's los zur Arena. Und dann melde ich mich in der Arena so zum Warm-up irgendwann wieder, nehme ich an. Bis später, haut rein, ciao. So, liebe Leute, wir sind in der Arena angekommen. Ist schon ordentlich laut hier. Allerdings haben wir es mal gerade 6:30. Das Spiel geht in einer Stunde los. Dementsprechend ist hier eine Menge los in der Arena. Hinter uns war überhaupt nichts. Das ist Jenny, hallo. Mal kurz einen Rundumblick. Also allgemein noch ziemlich leer die Arena. Im Fanblock ist schon ein bisschen was los, aber das ist ja normal. Ja, wir warten jetzt noch eine Viertelstunde bis zum Warm-up und ich würde sagen, ich melde mich zur Einlaufshow wieder. Haut rein, bis später. Ciao.
Darmstadt. Eine Leidenschaft. Steht 2:1 für Ingolstadt und die anderen beiden Partien stehen 0-0. Jo. Guck mich nicht so blöd an, Andy. Oh. Gut, Leute, ich melde mich in der zweiten Drittelpause wieder. So, liebe Leute, zweites Drittel rum. Nach wie vor 13-0 für die Hamburg Freezers. Souveräne Führung, wie ich finde. Caron, Spitzenform, wenn er was zu halten hat, hält er es. Verteidiger schmeißen sich in alle möglichen Schüsse rein, wenn was aufs Tor zukommt. Klasse Leistung, nicht mal wieder zu erkennen mit den letzten zwei Spieltagen der Hauptrunde, wo wir 14-0 Tore kassiert haben. Ja, in den anderen Stadien, jetzt muss ich überlegen. Ingolstadt führte 4-2 gegen Iserlohn, Wolfsburg führte 3-0 gegen München und Mannheim führte 2-1 gegen Nürnberg. Ja, so. Kurzer Break, wir holen uns jetzt was zu futtern, was zu trinken und dann gucken wir uns gleich noch das dritte Drittel an und da muss ich mal gucken, wie ich mich nachher noch melde, weil ich glaube, direkt nach dem Spiel wird das nichts mehr und ihr seht schon, draußen ist stockfinster. Mittlerweile kurz nach 9. Mal sehen, wie ich mich nachher nochmal melde. Haut rein, bis später. Ciao. So Leute, Spiel ist rum, 4-0 gewonnen. Schönes Ding. Ja, genau. Ach Gott, Treppensteigen mit Kamera. Gefährliche Sache, aber was soll's? Ja, ja, danke. Da werde ich schon wieder begrapscht. Hey!
Ja, nee, 4-0 gewonnen, hammergeil. Die anderen Stadien waren Mannheim, Nürnberg 2-1, Wolfsburg hat 4-0 gegen München gewonnen und Ingolstadt 4-3 gegen Iserlohn. Oh, Entschuldigung, Annie. So, das ist jetzt hochkompetente Kameraführung im Mega-Gewusel. Alle wollen nach Hause. Und ich würde sagen, ich melde mich später nochmal. Oder vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Haut rein. So, Leute, der Trubel ist vorbei. Es ist stockfinster. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Trotzdem wollte ich auch noch ein kurzes Fazit zurückgeben. Hammergeiles Spiel heute. Macht richtig Bock auf mehr Playoffs. Und es wird weitergehen. Und zwar am Freitag direkt. Ich habe es, glaube ich, schon in der ersten Orakel-Folge angekündigt. Aber ich, ich sag's mal vorsichtshalber nochmal. Oh, Licht, wir sehen was. Unterwäschegeschäft. Nein. ich fahre am Freitag mit den Hamburg Freezers Fans nach Düsseldorf zum Auswärtsspiel, zum zweiten Spiel des Viertelfinals in den Playoffs. Auch da versuche ich auf jeden Fall wieder einen Vlog zu machen, also ein Because Gaming is Fun Goes. Muss mal gucken, wie mir das gelingt, so mit Busfahrt und den ganzen Kram da, wie die anderen Leute da ticken, ob die das in Ordnung finden oder nicht. Oder doch, es tut mir leid, dass ihr jetzt so vermutlich überhaupt nichts sehen werdet, aber gleich zu Hause muss ich die Schnauze halten, meine Eltern schlafen schon. Und ich muss auch ins Bett. Wir haben es jetzt kurz vor 10:30, in etwas über 7 Stunden muss ich schon wieder aufstehen. Von daher danke ich euch jetzt vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch am Freitag wieder zum Let's Orakel und Let's Play Saisonmodus einschaltet. Und am Samstag wird dann auch vermutlich das Because Gaming is Fun Ghost Düsseldorf kommen. Haut rein, Leute. Schönen Tag wünsche ich euch noch. Bis die Tage. Ciao.